Einkaufserlebnis blieb beim Durchstöbern der Regale eher auf der Strecke. Seit neuestem weht einem allerdings schon am Eingang der Duft von frischen Brötchen um die Nase. Lecker riechen ist das eine, aber schmecken die auch? Wir haben mal verglichen. Aldi Nord. Noch nicht in allen Filialen, aber fast überall verkauft der Discounter seine neuen Backwaren. Zu unfassbar günstigen Preisen. Backt frisch aus unserem Ofen, heißt es. Tatsächlich sind die Brötchen vorgebacken, dann tiefgefroren und werden in der Filiale nur fertig gebacken. Zum Vergleich kaufen wir auch bei von Alverden, der Bäckerei mit den meisten Filialen im Norden. Hier wird frischer Teig verwendet. Direkt nach dem Kauf riechen alle vier Produkte gut, sind noch leicht warm und sehen eigentlich ganz lecker aus. Wir nehmen sie mit in ein Einkaufszentrum und lassen sie noch frisch probieren. Bei Aldi kostet ein Weizenbrötchen 13 Cent. Bei von Alverden zahlt man fast dreimal so viel, 35 Cent. Ähnlich bei den Laugenbrötchen. Bei Aldi zahlt man 29 Cent, bei von Alverden kostet das Laugenbrötchen 88 Cent. Schmeckt man den Unterschied? Die Meinungen gehen ziemlich auseinander. Das ist so furchtbar, puffig, so furchtbar weich. Happig. Ist lecker. Das ist ja kein krosses, knackiges Brötchen, sondern aber mir schmeckt. Ein bisschen süßlich so. Mhm. Ne? Das ist ganz gut. Wahre Begeisterung macht sich für keins der Brötchen breit. Insgesamt gibt es aber eine leicht positive Tendenz für Alverden. Mit den Brötchen fahren wir weiter. Wir wollen wissen, was sagt ein Feinschmecker zu den Brötchen? Besuch bei Fernsehkoch Rainer Sass. Er soll unsere mittlerweile 4 Stunden alten Brötchen testen, ohne zu wissen, woher sie stammen. Ich freue mich auch, dass ich mitmachen darf. Ich bin leidenschaftlicher Brotesser, esse aber auch ab und zu mal Brötchen und freue mich, das natürlich hier zu testen. Und ich werde rein nach dem Geschmack testen. Also was hier im Mund passiert, meine Damen und Herren, ist wichtig. Natürlich ist der Preis auch wichtig, aber es muss Ihnen schmecken. Zunächst sieht er sich die Laugenbrötchen an. Hier ist die Kruste wabbelig, aber das hat eigentlich einen schönen Hefegeruch. Geschmacklich kann ihn das Aldi-Brötchen nicht überzeugen. Brötchen Nummer 2 hat eine schönere Kruste und geruchsmäßig riecht es also genau wie Brötchen Nummer 1. Hier sieht Herr Sass etwas zufriedener aus, oder? Ja, meine Damen und Herren, erstes Laugenbrötchen-Test, das gefällt mir nicht so gut. Das hat einen schönen Geruch, eine schöne Konsistenz, eine schöne Kruste und hat es sogar so ein paar Salzelemente da drauf. Also, das würde ich kaufen. Dann sind die Weizenbrötchen dran. Das ist hier von der Kruste her kaum Geräusch. Aber beim Aufschneiden gar nicht so schlecht. Es riecht angenehm. Ist hier oben so ein bisschen... Geht so ein bisschen auseinander oder so, aber das ist auch eigentlich nicht schlimm. Und das zweite Brötchen hat eine wunderschöne Krossheit. Ist locker von innen, nicht so fest hier. Hat eine schöne Konsistenz. Das sieht gut aus. Und es riecht fantastisch. Das ist ein schönes Brötchen hier. Dann der Geschmackstest. Zunächst das Aldi-Brötchen. Würde ich nicht kaufen. Kann von Alverdens Weizenbrötchen Sass überzeugen? Also ein schöner Biss. Also es sieht besser aus, als es schmeckt. Und es riecht auch besser. Aber es ist gar nicht so schlecht. Bei Aldi haben wir die Zutatenlisten fotografiert. Darauf neben den üblichen Backzutaten auch ein Emulgator und ein Säureregulator. Diese Fotos zeigen wir Rainer Sass. Bei Aldi fällt ihm direkt was auf. Ah, ich hab's geahnt, meine Damen und Herren. Es ist ein reines Industriebrötchen. Emulgatoren drin, da ist sogar pflanzliches Öl drin, das wir nicht brauchen. In einem guten Brötchen ist ein bisschen Margarine drin. Deshalb hat's auch nicht gerochen und war auch zu fest und nicht locker. Bei von Alverden haben wir auf Nachfrage diese Listen bekommen. Da steht was von Backmittel mit Zahlen dahinter. Die werden nicht näher erläutert. Aber zumindest beim Weizenbrötchen fallen Rainer Sass nicht nur negative Dinge auf.
Hier ist Natursauerteig im Spiel, allerdings Backmittel mit so einer kleinen Eins versehen, das kann eigentlich alles sein. Aber er hat Schmalz drin im Brötchen, also keine irgendwelchen pflanzlichen, undefinierbaren Fette. Und deshalb ist es auch lockerer, ist es knuspriger und schöner in der Konsistenz. Rainer Sass zeigt uns noch eine günstige Alternative zu fertig gebackenen Brötchen. Tiefkühlprodukte. Die kann man jederzeit selber frisch aufbacken. Also das sind Tiefkühlbrötchen, meine Damen und Herren. Und die sind laut den Inhaltsstoffen gar nicht so schlecht. Sie haben hier Wasser, Hefe, Zucker, pflanzliche Fette wieder da drin, Öle und auch Speisesalz. Aber das muss nicht schlecht sein. Ich bin gespannt, wie die Dinger schmecken. Sie sind auf jeden Fall günstig. 18 Cent kostet ein Tiefkühlbrötchen von Marktführer Koppenrad und Wiese. Und schmeckt's. Man hat eigentlich keinen schlechten Biss. Also als TK-Brötchen gar nicht schlecht, meine Damen und Herren. Wir packen alle Brötchen ein und fahren zurück nach Hamburg. Wollen wissen, taugen Brötchen von morgens eigentlich noch zum Abendbrot? Wir bieten die Brötchen Restaurantbesuchern an. Welches schmeckt wohl noch? Man soll ehrlich sein, ja? Ich habe es nicht sehr gern. Das ist ganz trocken. Schmeckt, aber ein bisschen fluffig. So kurz vorm pappig werden. Am Ende des Tages ist klar, eigentlich will die Brötchen von Aldi abends keiner mehr essen. Bei denen von Alvörden sieht es auch nicht viel besser aus, trotz der höheren Preise. Nur das Tiefkühlbrötchen kann auch abends noch überzeugen. Das schmeckt allen Testern. Ja, keine Angst, Ihr Fernseher ist nicht kaputt, auch nicht unsere Kamera.